So. Leg mal das Ding weg, das brauchen wir jetzt nicht. So, wir haben uns schon mal geheilt ein bisschen. Was ich eigentlich ziemlich geil finde. Medkits sind vollkommen überbewertet. Da läuft Essen. Schwimmt, nicht läuft. Das Wasser ist hier mit echt eins der geilsten, die es so gibt in den momentanen Games auf dem Markt. Hi, 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 hallo, 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 hallo. Ja. Blasenfisch aufgenommen. Ach, guck mal. Nehmen wir mal mit. Bestimmt einer von den Pennern hier zurückgelassen. Sollte vielleicht auch mal eine neue Rüstung oder irgendwas craften. Oder zumindest gucken, was wir dafür brauchen, damit ich das mal sammeln kann. Quarz. Kalkstein. Kupfer. Ne, das will ich nicht. Da ist nochmal Quarz. Da ist nochmal Quarz. Der ist im Ruhmmodus sein. Hier ist Luft. Das ist auch Quarz. Ich will erstmal kurz tanken. Okay, haben wir eben irgendwie nur. Titan brauchen wir auch. Upsa. Jawohl, was? Achso. Da ist Schrott, hier ist Quarz, also die Mega-Ruckler des Todes gerade. Hier ist nochmal Quarz. Da unten ist Schrott und hier ist nochmal Quarz. Metallschrott. Metallschrott. Okay. Huch. Fickt mir die Seemotte hier so durchs. Die Seemotte. Das Vieh hier so durchs Bild, ey. Warning. Sagt die Alte auch nicht mehr. Wie viel Platz haben wir denn noch? Okay, dann nehmen wir da noch dreimal Quarz mit. Ich finde aber die Degenerationsrate von unserem. Da ist noch Schrott. Von unserem Essen und so. Eigentlich sehr angenehm. Also das geht nicht zu schnell und auch nicht zu langsam oder so. Okay, Quarz aufgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder so ungefähr in diese Richtung halten. Wie ist man denn eigentlich schneller? Ist man eigentlich über Wasser oder unter Wasser schneller? Das ist eine gute Frage, ne? Technisch gesehen hat man über Wasser mit den Wellen zu kämpfen. Die sind hier unter Wasser nicht so präsent, aber da ist halt eher Strömung und sowas. Da hinten siehst du schon die geile Base, ey. Wobei die ist eigentlich schon ziemlich nah an der Oberfläche, ne? Aber wir können wir eigentlich auch nach unten bauen? Oder geht das eher nicht? Kannst du nur nach oben bauen? Ich meine, ich habe es ja auch massiv übertrieben, ne? Aber ich kann ja theoretisch den ganzen Stuff abbauen und den an einer anderen Stelle. Achso, nee, ich muss erstmal Klaus herstellen. Captain! Achso, lass mich mal ganz kurz. Bevor du mich hier Captain schimpfst, lass mich mal hier so ein Sonnenmodul hier an Deck setzen. Kann ich da eigentlich. Kann ich da eigentlich auch mehrere machen, dass das so ein bisschen sich ergänzt oder wie ist das? Attach doch mal. Also das. Jawohl. Die
Lithium und Titan. Ja, wir müssen immer noch Lithium finden. Da hat sich noch nichts an unserer Aufgabe geändert. Problem ist, das Schott macht eigentlich momentan auch null Sinn hier. Weil, wenn die Dinger überfluten, dann müssten. Dann ist ja hier trotzdem. Also, du gehst ja dann trotzdem hier kacken, weißt du? Aber gut. Hier runterklettern. Jawohl. Ist noch ein bisschen tricky hier. Ohne Fenster ist das auch ein bisschen low, ne? Glas. Okay. Jetzt habe ich noch Quarz und ich habe noch mal Glas aufgenommen. Ich würde ja gerne noch mal. Kann ich. Ja, ich könnte theoretisch hier noch ein Fenster einbauen. Möchte aber ehrlich gesagt eher noch hier drüben eins bauen. Solange es unsere strukturelle Integrität zulässt, möchte ich es gerne tun. Also möchte ich gerne ein bisschen. Hier ist noch mal Quarz. Da haben wir noch Salz vorkommen sogar. Könnte dann auch hier mal noch Wasser machen aus dem blauen Fisch. Habe ich noch was zu essen? Nee, habe ich nicht. Hätte ich vielleicht auch mal dran denken sollen. Dass er dann noch zuklappt, weißt du? Einfach. Könnt ihr zumindest noch warten. Hier geht's ja hoch. Ach ja, hier hätte ich noch nicht die Luke fertig. Genau, da können wir nämlich hier schneller einsteigen, weißt du? Okay. Ich könnte jetzt theoretisch auch da oben noch ein Stockwerk dran setzen. Kann's aber lassen. Was? Wie viel Glas kostet das? 2! Item kann nicht fallen gelassen werden, der soll's ja auch nicht. Das war ein Bullauge. Das siehst du, von hier siehst du das. So, jetzt haben wir da nämlich eine Luke. Achso, halt, nein, hier. Jetzt ist es Nacht, ne, aber lädt sich das übelst langsam auf, wie man sehen kann. Okay. Da kannst du doch theoretisch, wenn du dann mal ein richtiges U-Boot und alles hast, kannst du doch dann eigentlich da hingehen und sagen, wir wollen, wie dunkel ist es, wir wollen. Wir sind noch an der Wasseroberfläche. Überleg mal, wenn du so richtig tief bist unter Wasser, wie krass das dann sein muss. Kann ich eigentlich jetzt hier auch eine Leiter reinsetzen? Ne, hier ist kein Dings drunter, ne? Doch, da ist eins drunter, aber die sind nicht connected, glaube ich. So war das. Genau, die sind nämlich nicht verbunden. Das ist nämlich der Unterschied. Die sind nämlich nicht verbunden. Ich könnte jetzt aber da hingehen und sagen, verbind die mal. Und jetzt ist unsere Höhenintrigkeit nämlich bald am Arsch, wenn es weitergeht. Kann ich eigentlich jetzt mal ganz kurz. Da ist doch dieses Dings, ne? Senkrechtes Bindenglied. Ich dachte, ich kann da irgendwie reingehen. Vielleicht, dass das auch so ein Dings ist. Okay, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, hier eine Leiter zu machen. Wie Dings haben wir denn noch? Okay, das reicht noch für Leitern. Dann können wir nämlich hier runter steppen. Gehen wir da runter. Und dann können wir nämlich jetzt. Der Bereich war ja vorher gar nicht zugänglich für mich. Das war ja Miss. Aber wieso kann ich das nicht bauen? Da geht's. Aber wieso geht das hier nicht? Kann ich das. Ja, auch nicht. Wieso kann ich denn da kein. Ach, hier wollte ich auch ein Fenster bauen. Wieso ist denn hier ein Fenster?
Wieso kann ich denn hier keine Leiter hinsetzen? Gehen wir da durch jetzt. Guck mal, wie wir das können, ey. Aber ich kann hier jetzt keine Leiter dran setzen. Wieso geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Na gut, wir kommen jetzt halt von hier. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, meine. Ist ja, gibt ja auch Häuser, wo du nicht in jedes Zimmer kommst, ne? Von einem demselben Dings. Wie sind denn hier Bläschen unter der. So, und das große Ziel ist jetzt, wir müssen jetzt erstmal was trinken. Und der ist schon mehr verwest. Den lasse ich auch mal fallen. Achso, ja, ist klar. Wir müssen unbedingt mal Salz verwenden dafür. Okay. So, ich lasse das jetzt mal alles hier. Und. Nee, warte mal, lass mich mal ganz kurz was schauen. Und zwar. Am ihm. Den wir nicht verwenden können, weil jetzt Nacht ist und unsere Akkus nicht aufladen. Finde ich ja nice. Da kann man aber auch keine Energiezellen hier stationieren oder so, ne? In der Sonne am Boden bauen, um es zu laden. 25 Energie pro Minute. Pro Ding. Ja, es ist ja nicht viel, ne? Könnte ich vielleicht mal noch. Ich habe noch einmal Quarz. Das ist nicht dein Ernst. Wie viel kosten da eins? Zwei Quarz und zwei Titan. Dann nehmen wir mal noch. Zwei Titanen mit und das eine Quarz und dann suche ich mal noch einmal Quarz, dass wir da wenigstens noch einmal noch so ein Ding hinzaubern können. Ich meine, wenn wir jetzt länger nicht hier sind, dann lädt sich das natürlich sowieso auf. Das kriege ich ja nicht, ne? Doch. Guck mal. Mal, das ist doch schon direkt erledigt. Da kann ich nämlich mal, warte mal, nehme ich mal das eine hier, was hier so komisch steht. Und baue das mal hier so drauf. Wo geht die denn eigentlich unter? Ist eigentlich scheißegal, oder? Okay. Dann können wir nämlich da einlagern. Da möchte ich aber vorher mal noch ganz schnell essen und trinken. Sammeln. Also. Cookie Air. Das war. Ich wollte gerade sagen, das war ein Fehler. Ich krieg den nicht gepackt. Hallo? Bin ich mal total verwirrt, wenn ich das aus dem Wasser rausschnelle. Was ist eigentlich mit dir? Okay. Falsch das hier drückt. Hier, Blasi, den können wir nehmen. Ja, da hübsch. Zack. Ich glaube, der geilste ist wirklich der. Huch. Der. Dieser schnelle. Oder? War das der beste, den wir fangen konnten bis jetzt? Nee. Was war denn der geilste? Nee, das war dieser komische Schwebefisch. Oder Kleidfisch, oder wie der hieß. Irgendwann musst du auch mal. So. Ha! Wo ist das? Muss ich nicht rein jetzt. Ich muss mal atmen. Okay. So. Dann müsste ich nämlich mal gucken, was ich brauche für so einen Gefahrenschutzanzug oder so. Hier die Base muss ich mal ganz kurz screenshotten. Na, was können. Ich müsste eigentlich im Prinzip auch nur noch mal da ein paar Fundamente an der Seite setzen. Dann hätten wir gar kein. Yo! Grüß dich. Ernährung. Erstmal Wasser. Gefiltert. 6 Unzen rein. 12 Unzen frei von Mikroorganismen. Hm?
Wie viel ist eine Unze? Weiß ich gerade gar nicht. Salz und gemeine Korallen. Natrium. Natriumhypochlorid-Desinfektionsmittel. Das klingt eigentlich ehrlich gesagt richtig gesund. Okay, lass mich mal ganz kurz hier weitermachen. Da musst du so viel Stuff sammeln, ey. Problem ist, wenn du die roh hast, dann verwesend. Achso, den kann ich ja hier nicht rausschmeißen. Gekocht, gekocht, gekocht. Yeah. Huch. Okay. Lass mich mal kurz gucken. Persönlich. Werkzeug, was gibt's denn eigentlich? Scanner, Taschenlampe, Überlebensmittel haben wir. Tauchleiter wird einem physischen Punkt verankert und wickelt sich während deiner Erkundung ab. Das klingt eigentlich ziemlich nützlich. Schweißgerät, Mehrzweckgravatur funktioniert mit einem gegen Magnesium, Kracherpulver. Ah, Kracherpulver, gucke. Laserschneider. Diamant-Titan. Okay, Pressluftflasche, die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Vielleicht zwei. Titan und Glas. Das ist ja nicht kiki, das kriegen wir ja nicht locker. Soll ich vielleicht mal machen noch. Stropp mit Blei, Silikongummi und Blei. Verstärkter Tauchanzug. Synthetischer. Okay. Übrigens auch nicht einen, ob es beziehen. Das braucht man Kabel jetzt. Ah, ich weiß nicht. Was brauchen wir denn? Kreislauf, Kabelsatz und Silikongummi. Ein Kabelsatz ist bestimmt hier. Der ist. Kabelsatz ist zweimal Silbererz. Grundlegende elektronische Komponente. CPU mit Gold- und Silberverkabelung für fortgeschrittene Konstruktion. Aha. Und die brauchen wir wofür? Achso, ich wollte auch mal hier gucken. Mobile. Wie Kehrbuch Blaupause. Titanbarren. Schmierstoff in der Energiezelle. Das wird man vielleicht auch mal. Titanbarren. Der ist schnell gemacht. Da brauchen wir nur hier 10 Titan. Schmiermittel machst du wie? Wo sind die? Wo sind die denn Schmiermittel? Schmiermittel? Elektronik. Energiezelle, Batterie, Kupfer, Draht, Computer, Kabelsatz, Grundmaterialien, Titan, Silikon, Glas, Desinfektionsmittel, Magnesium, Blei, im Litzglas, Blastscheibern, erweitert, Benzol, synthetische Fasern, Kupferdraht, Batterie, Energiezelle, Computer, Chip, Kabelsatz und erweitert Kabelsatz. Wie mache ich denn? Schmiermittel. Werkzeuge. Wie mache ich Werkzeuge? Schmierstoff. Wie mache ich denn den? Den finde ich gar nicht. Also Energiezelle ist klar. Da muss ich zwei Batterien bauen. Batterien und dann. Und einmal, also brauche ich zweimal Säurepilz und einmal Kupfererz. Das ist ja auch kein Problem. Aber wie mache ich den Schmiermittel? Oder weiß der das hier nicht vielleicht? Der Fabrikator ist ja nur da oben, das war's. Das kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Okay. Also ich mache erstmal die Energiezelle so. Hier ist nämlich noch der eine Säurepilz, den ich vorhin fallen ließ. Da brauchen wir zwei jeweils, ne? Und so ist auch noch Quarz, bin dann doof. Na, ist egal. Hier ist auch noch Quarz. Hier ist Kupfer. Okay. Hier ist leer. Hier ist Kupfer und Kracherpulver. Ich nehme das nur mal mit. Hier ist Kupfer, 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 Salz, Salz, Salz.
Eigentlich ist das Inventar schon relativ groß, aber dadurch, dass halt das ganze Zeug alles so Plätze einnimmt, die man auch anders nutzen könnte, ist es halt. Achso, okay. Und lass mich ganz kurz mal hier reingucken. Fabrikator, Ressourcen, Grundmaterialien. Magnesium. Aha, Titanbarren. Blei, Blaststahl. Bin ich das vielleicht noch mal nachgoogeln, dass das. So, ja, lass mich mal die Batterie machen. Ach ja, und dann muss ich noch Silikon machen, ne? Damit ich das. Wie war das? Aber ein Quarz. So. Ich wusste schon, wieso hier so viel Quarz ist. Ich genau gewusst. Wie mache ich denn Schmiermittel? Ressourcen. Silikongummi. Zweimal jeweils, ne? Ne, halt einmal. Ach, scheiß drauf. Brauchen wir vielleicht nochmal. So, brav. Jetzt die Energiezelle. Genau, Energiezelle aufnehmen. So. Die Tarnbahn, da brauchen wir nur 10 Dings. Das ist auch machbar. Dann lassen wir mal ganzen Stuff hier. Salz vorkommen, dass das die. Ja, den schmeiße ich gleich mal zu Wasser und dann. Okay. Können die mal ein bisschen hier runter sickern. Okay. Hier war da auch so ein komischer Schießer drin, wenn ich mich nicht täusche. Angst. Mittlerweile haben wir auch 38% geheilt. Also wir heilen über die Zeit. Also wir haben nicht 38%, wir sind wieder auf 38% geheilt, so. Ist das richtig? So, ich suche jetzt erstmal primär nach Schrott. Und Quarz. Nehmen wir auch mit. Macht's können, nehmen wir es gleich mit. Das weiß ich nur nicht, wie macht man denn Schmiermittel? Da habe ich überhaupt kein Rezept für. Ich habe echt keine Ahnung. Bin ich überfragt. Hier ist schon mal. Das ist schon mal sehr nice. Da ist auch nochmal was. Da haben wir schon mal 8 Stück. Wir brauchen 10 Mal für einen Baum. Wir brauchen nur einen Baum. Boah. Die erschrecken sich dann immer. Und dann passiert irgendwas. Was ich nicht. Okay, da haben wir das. Im Prinzip schon vollständig. Ist das die Höhle des Todes da? Ne. Aber das mit dem Silbererz ist so ein bisschen was mich abtönt. Das war mein Titan. Boah, jetzt bin ich erschrocken. Da ist so ein Cheeser. Den würde ich aber jetzt gar nicht herausfordern. Wie sollst du die eigentlich umgehen, die komischen Teile? Weil die treffen dich ja eh. Das hier ist ein Seemottenfragment. Das kenne ich jetzt nicht. Aus Trotz. Schmiermittel. Wie macht man denn Schmiermittel? Wieso? Also ich weiß ja, dass das Hardy bauen könnte. Aber wie hat denn der das gemacht? Also ich müsste mir theoretisch nur die Folge von ihm angucken. Dann wüsste ich das vielleicht. Nämlich hier ausgraben. Tatsache. Das ist ja cool. Nice. Nur weil es geht einfach, ne? Nicht weil es irgendwie einen Grund hat oder nur weil es ging jetzt. Okay, jetzt ich fahre erstmal zurück hier. Also schwimmen zurück. Dann müsste man auch so eine Plattform machen können, dass man über dem. Über der Erde so, über der Base so ist. Die müsste ja jetzt eigentlich. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Also müsste ja da so sein. Was ist das für ein mega hoch? Nee, da. Ja, komm mal. So, okay. Ich vertraue der Base mehr wie unserem Dings. So. Da haben wir zumindest die
Ressourcen. Ups. 150 hat die Bude. Also kriegen wir pro Solarzelle, die wir haben, 100. Kriegen wir pro Solarzelle 50 Energie. Nein, halt hier. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier Grundmaterial Titan. Also lohnt sich schon so eine Solarzelle da oben drauf zu setzen. Dass er schnell macht hier. Okay. Jetzt brauchen wir nur Schmierstoffe. Und die mache ich wie? Kreislauftauchgerät. Stärkter Tauchen, Streuen, Schimpf, Pressluftflasche. Tauchlein, Luftblase. Lebensmesser. Einsetzbares. Titan. Pures verschmolzenes Quarzglas. Blei, emailliertes Glas. Aha. Titanbaren und Lithium. Plaststahl, extrem festes Material. Klingt nice. Benzol. Anwendung als Öl- oder Lösemittel. Kupfer, Batterie, Energiezelle, Computerchip, Kabelsatz, Errater. Okay, ich gucke das mal, wie man das macht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.